Ist die Uhrzeit? Ungefähr 15, vielleicht 16 Uhr. Und wir haben noch mindestens 8 Stunden Tageslicht. Etwas können wir wohl tun. 8 Stunden. Es ist Sommer, 15 Uhr, es wird frühestens um 10 Uhr dunkel. Sommersonnenwende ist bald erst, das heißt, 11 Uhr kannst du, bis 11 Uhr kannst du noch gut sehen. 3 plus Richtig. 8 ist meinem Befinden nach 11. Was willst du denn 8 Stunden machen? Halt schlagen. Und dann? Haben wir es feucht und du kannst, musst jetzt mal ablagern. Ein halbes Jahr bis Jahr. Aber mir, ich bin kein Holzfäller. Ich sage Aber ich euch. will nicht hier rumsitzen und gar nichts tun. Ja, ihr könnt aber nichts aus dem Nichts schaffen. Ich kann ja ein Elementar beschwören, das seine Fähre baut. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich suche mir eine Axt. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ich kann ihn nie so ganz einschätzen. Das war ein Ja. Er will auf jeden Fall die magische Brücke. Du solltest die unbedingt bauen. Setz dich sofort daran. Na, in dem Fall werde ich wohl einen Erzelementar beschwören, der baut dann eine richtige Brücke. Dann kann jeder darüber laufen. Sehr gute Idee. Wie breit ist denn der Fluss? 100 Meter. Oh, Okay. oh, okay, nein, nein. Dann kannst du vielleicht die Stützen wohnen, der auch nicht. Nee, gut, dann gucke ich mir nochmal den Fluss an und schüttel dann doch den Kopf. Also es gibt auch ähnlich wie das beim Fluss eben im Norden der Fall ist, beim Dergel, den hattet ihr auch schon gesehen, gibt es hier Flussgeister drin, das kann euch dann die Bevölkerung auch erzählen. Also den Mann, der dann im Fluss sitzt und dann die Strömung bewacht, Ochsenwasser kann man wohl irgendwie befahren. Da sitzt wohl aber ein Riese unter, der da im Ochsenwasser wohnt und ja gut, der Dapert ergießt sich aus einem riesigen Wasserfall und ist dann bei Romulus 100 Schritt breit und bei Perikum eben auch. Wird dann natürlich nochmal mit zusätzlich Wasser gespeist von den Trollzacken, wenn es da runterläuft. Das ist natürlich nochmal Wasser, das zusätzlich da kommt. Bei Perrins Garten habt ihr auch noch einen Fluss gesehen. Also das ist eine ganze Menge. Auch die Natter fließt da noch mit rein. Es ist also hier ein Flussgeist anwesend. Es wird von einem elementaren Wasserwesen gesprochen. Also der Dapert ist wohl auch magisch, ja. Ja, dann, wenn mir das so erzählt wird, dann würde ich zumindest mal meine Hände ins Wasser legen, an einer Stelle, wo ich denke, dass es ganz angebracht wäre, und mal versuchen, Kontakt mit dem Wassergeist, mit diesem Elementar aufzunehmen. Kurze Verständnisfrage, die Kettenfähre. Nur die Fähre selbst ist abgetrieben und die Kette ist noch voll funktionsfähig? Die Kette ist wohl auch irgendwo gerissen. Also du siehst, dass es auf deiner Seite runterfließt, dann ist natürlich schwer und aus Eisen und ist da wohl, treibt da immer noch, hat man auch nicht irgendwie aus dem Wasser gezogen. Auf deiner Seite kannst du dann genauso diesen Pfosten erkennen. Also ich würde das mal als reparabel einstufen. Wenn irgendjemand auch von beiden Seiten das miteinander verbinden könnte, vielleicht mit einem Boot oder so, dann kann man das wieder zusammenschmieden, so zwei, drei Kettenglieder austauschen. Müsste man natürlich irgendwie in der Mitte dann binden. Ist nicht so ganz einfach. Wieso und komm, lasst uns die Kette aus dem Fluss herausziehen. Erstmal. Wie denn das? Wir ziehen. Einfach nur dieses Ende und was ist mit dem anderen Ende? Das nützt uns doch gar nichts. Ja, aber um die Kette zusammenzuschmieden, muss man erstmal beide Kettenenden haben. Haben wir Und so wenn. eine, nun sagen wir, sie ist in der Mitte durchgebrochen, so eine 50 Schritt lange Kette ist wahrscheinlich zu schwer, um sie durch ein Wasser und Schlamm zu ziehen. Dafür gibt es ja Seile und gewisse mechanische Hilfsmittel. Die wir woher nehmen? Ihr braucht nur Seile und ein paar Umlenkrollen. Die wir woher nehmen? Nehmt die Bäume hier am Ufer. Und ihr wollt jetzt einfach die Bäume nehmen und daraus Umlenkrollen herstellen. Ja, sie funktionieren als Umlenkrollen. Ihr legt die Seile so und so hier rum. Voltax, können wir nicht einfach wieder denselben Trick wie in Zorga nehmen und einfach durchs Wasser laufen? Das könnten wir, aber wir wollen hier doch gar nicht durch. Wir wollten doch auf dieser Seite bleiben. Ich wollte eigentlich den Geist des großen Flusses hier, also nicht des großen Flusses, sondern des Dapat anrufen. Und wenn er sich mir zeigt, würde ich ihn untertänigst darum bitten,
dass er die Fähre anhebt und sie an die Gestade hier führt, sodass wir sie wieder in Stand. Eine Sinnschärfeprobe machen. Nicht. Ja. Oh, ich schaffe meine Sinnschärfe. Das war eine gute Probe, aber das sind nicht so viele Punkte, ne? Isaron hat. Oh. Naja, Isaron hat genauso viele über wie ich. Guck mal, die Erschwernis an. Ja, aber die Erschwernis ist ja egal. Ja, okay, ja, sie ist nicht egal. Entfernung ist hier nicht egal. Pass mal auf, mich zu dissen, Junge. Isaron, du kannst erkennen, wie ein Floh, ja, es ist kein Floh, es ist ein Boot, ein Ein-Mann-Boot gerade den Fluss von oben nach unten hinuntertreibt auf eurer Seite und darin eine, es ist eine Frau sitzt mit einem Piratenschlapphut im Gesicht. Schaut einmal da, seht ihr, was ist denn, wer ist denn das? Wer ist denn so bescheuert und fährt auf so einem Dings da alleine rum? Nussschale oder so? Nun, ich bin nicht sicher. Wollt ihr nicht mal rufen? Ja. Sicher. Heda! Heda, gute Frau, was macht ihr hier? Ja, dauert wohl noch ein bisschen, bis dann die Strömung sie herangetrieben hat und dann, ja, ihr könnt sehen, wie sie wohl Pluderhose trägt und auch so einen Degen, den sie dann an ihrer Seite trägt, rote Haare. Ja, moin moin, ich bin Alvide. Was macht ihr denn hier? Hallo Alvide, freut mich, dich kennenzulernen. Wir wollten den Dörflein hier helfen. Ja, ist doch eine schöne Sache. Die Fähre wieder instand zu setzen. Ja, macht mal, viel Spaß. Ist das euer Flusssegler? Ja, das ist mein Piratenboot. Ihr seid Piratin? Ja, ich bin ein Piraten. Ich gehöre zu der Bande der Freunde des fluchenden Fisches. Moin moin. Und ihr seid eine Einzelpiratin? Oder wie darf ich das verstehen? Ja, mal hier, mal da. Wir überfallen Dörfer. Überfallt Dörfer? Ja, na klar. Habe ich alles von Godard gelernt. Weil der Flusspirat. Hat die mit ihrem Schiff angelegt? Was für eine Entfernung spricht die Frau? Ja, die ist mittlerweile rübergerudert und hat dann auch angelegt. Also vor mir steht jemand und erzählt uns, er ist ein Pirat. Ich würde gerne Menschenkenntnis würfeln. Ich würde gerne Gerechtigkeit machen. Ja, ihr könnt gerne alles würfeln, was ihr wollt. Isaron hat eine gute Sinnenschärfe, die darf auch eine Magiekundeprobe plus 15 machen. Was überfallt ihr denn so für Dörfer? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ja, so also mal hier, mal da, Bergtan, Gnitzenkühl, Dägelmund. Und ihr Wasserburg. Wisst, dass das nicht recht ist, ja? Ja, schon. Und warum tut ihr es dann? Schicksalspunkt von Isaron? Ja, okay. Es ist keine magische Analyse, oder? Nein, das ist nicht. Warte mal, nee, gar nicht. Auch nicht. Nee, Punkte gar nicht. Dann. Nee. Aber du siehst noch etwas, dass sie einen unglaublich großen Lachs bei sich hat. Also, der neben ihr im Fluss schwimmt und aufmerksam euch entgegenguckt. Also, mein Mordsvieh. Also, ihr seid eine Piratin, die hier die Leute tötet und denen dann die Sachen wegnimmt? Nein, von töten habe ich nichts gesagt. Ihr raubt aber trotzdem. Ja, mal hier, mal da so ein bisschen. Und da sagt ihr dem Preiosgeweihten und der Weißmagierin ins Gesicht, weil... Weil ich ein ungehorsames Kind bin. Kind der Natur, in so ein Wildes. Bisschen wahnsinnig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, habt ihr diesen komischen Fisch gesehen? Was hat meine Menschenkenntnisprobe denn... Wie viele Punkte hast gesagt? Du? Ich hatte 8 Punkte übrig. 8 Punkte, sie sagt die Wahrheit. sie ist wahnsinnig. Ja, Aber sie hat auch nicht gelogen, also Menschen umbringen macht sie nicht. Okay, gut. Nun, sie scheint zumindest ehrlich zu sein, sie bringt keine Menschen um. Ja, sagt einmal, Piratin Alvide, was habt ihr denn für Beute gemacht? Ja, noch nix. Noch nie? Ihr habt also in Wahrheit noch niemanden ausgeraubt. Ja, doch, regelmäßig. Aber ihr habt dabei keine Beute gemacht? Ja, guckt doch auf meinen Fluss, hier. Sie zeigt auf den Kahn, in dem sie rumfährt. Da ist also ein bisschen Zwieback ist da drin und eine große Flasche Wasser. Sonst ist da nichts, also kein Gold, keine anderen Habe, kein Fleisch, einfach nur Zwieback und Wasser. Ich ziehe Isaron nur beiseite. In Perikop gibt's doch diese Anstalt der Weißen Gilde.
Oh, das könnte eine Entflohene sein. Jetzt verstehe ich. Naja, die scheint ja recht harmlos zu sein. Wo kommt ihr denn her? Aus Ravine. Und wo ist das? Ravine? Ravine ist auf deiner Seite von Aventurien. Mein großes Vorbild ist Vanya Nadalivjev. Vanya? Und der? Was bringt euch denn gerade auf den Darpat? Naja, hier sind die Geister gut. Bin hier unterwegs mit, nachdem ich Godard verloren habe, bin ich mit Flinkflosse unterwegs. Flinkflosse? Jo. Und jetzt reise ich den Fluss hoch und runter und rede ein bisschen mit dem grauen Mann und ja, mal sehen. Moment, ihr könnt mit den Geistern könnt mit den Geistern sprechen? Ja klar, wenn sie reden wollen. Hm. Der graue Mann ist ein bisschen unzufrieden, aber das liegt nicht an mir. Woran liegt es denn? Boah, an den ganzen Dämonenpaktierern. Verdammte Dämonenpaktierer. Darf ich mal Sagen und Legenden prüfen, ob der graue Mann mehr ein Begriff ist? Ja, darfst du. Gibt leider nichts. Ach komm, Chip für die 20. Was soll's, ich hab's doch. Hast du den Chip noch nicht benutzt? Nee. Gut. Ja, der graue Mann ist ja schon geläufig und zwar direkt aus Werheim. Als Ragnar mit seinem Floß untergegangen ist, mit seinem Kanu. Auch da wurde schon vom grauen Mann gesprochen. Also der sorgt dann für die Flussströmung. Das ist wohl den Geschichten nach nicht nur ein Elementar oder ein Djinn, sondern ein Meister. Nun, hat sich der graue Mann dann auch hier die Fähre geholt? Ja, das kann sein, weiß ich nicht. Frag ich sie. Ja, weiß ich nicht. Also. Hör doch auf, red doch mal direkt mit mir. Ich würde gerne mit den Geistern. Ich würde gerne mit den Geistern sprechen. Ja, mach doch. Steck deinen Kopf unter Wasser und dann los. Ja. Kannst du Nähe? Dann. Nein. Was glaubst du denn, wie du dich mit denen unterhalten kannst? Du musst einen Necker sprechen. Kannst du es ihm nicht beibringen? Necker? Na gut, dann steck deinen Kopf unter Wasser, dann bringst du ihn bei. Komm, ja, du fragst ihn links, ich frag ihn rechts. Wartet noch einen Moment. Sie zieht sich gerade nackt aus, so nach und nach, legt ihre Sachen zusammen, schmeißt das alles ungeordnet aufs Floß, steht dann in all ihrer Pracht dann vor euch. Meine Dame. Sie ist überall rothaarig. Hm. Aber mir nicht anfassen. Ja, dann würde ich mal... Unerhört. Dann würde ich mal gerne meinen Wasseratem wirken, dass ich dann unter Wasser atmen kann. Also ja, dann kniet sich schon mal hin und packt Boltan am linken Stiefel. Boltax. Ja, einen Moment. Ich muss erstmal kurz den Zauber aufschlagen. Nicht, dass euer ganzes verrücktes Gelaber hier nicht total unterhaltsam ist, aber ich habe, glaube ich, seit 26 Stunden oder so nicht geschlafen. Ich gehe jetzt schlafen. Viel Spaß noch. Komm, Raphim, hilf mir doch kurz. Wartet, einen Moment. Ich stelle mich mal mit so meinem Fuß so hinter den Zwerg, dass ich ihn gleich reinschubsen kann. Ich nehme eine Handvoll Wasser, blase einmal drüber und wirke den Zauber für, ich würde mal sagen, eine Spielrunde. Das sind dann insgesamt 9 ASP. Zauberdauer sind 30 Aktionen. Ich verdopple mal die Zauberdauer, also ich lasse mir Zeit. Aber mir kannst du Zeichensprache? Attack kann ich, ja. Attack, genau. Du kannst sehen, wie wohl der Dorfbüttel dir wohl Zeichen gibt, beziehungsweise euch allen. Das ist eher so ein Winken, kommt weg oder kommt hierher. Und er versucht es dann auch ein bisschen mit Attack und er sagt wohl irgendwas von Kopfgeld und Hexe. Ich horche auf und gehe mal zum Dorfbüttel. Hingehen zum Dorfbüttel. Also wenn ich mir sicher bin, dass Boltax da fertig ist, ja, packe ich ihn an den Stiefeln und halte ihn unter Wasser. Ja, ich würde dann auch unter Wasser gehen. Wenn er zappelt, ziehe ich ihn wieder raus. Sobald er sich freiwillig da unter Wasser legt, drehe ich mich um und gehe weg, ich gehe jetzt schlafen. Möchtest du ins Wasser reinsteigen oder nur Kopf unter Wasser? Wie sie gesagt, ich würde mich ans Wasser ranknien und dann hat Jalen ja gesagt, wie er es macht. Also ja. Er hält mir dann den Kopf unter Wasser und ja. Ja, ich wollte nur wegen Strömung fragen, ist halt echt schon gut Strömung. Sie scheint das nicht zu kümmern, du kannst wohl erkennen, wie sie unter Wasser steht, schwimmt, treibt. Mhm. Neben ihr, dieses Mordsvieh, das ist echt ein riesiger Lachs, der könnte deinen Kopf fressen. Schwimmt wohl auch neben ihr und sie spricht unter Wasser relativ normal,
in einer fremden Sprache, was sich nach Blubbern anhört. Also es ist schon, ja, wie sie sagte, Negger-Sprache. Ja, ich würde dann zunächst mal auf Dareti sprechen. Große Geister des Flusses, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Sprecht mit mir. Ich bin euer ergebener Diener. Tretet mit mir in Kontakt. Keine Ahnung. Versuch's einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ja, derweil könnt ihr beim Dorfbuddel angekommen sein. Oh, das ist eine finstere Piratin. Da solltet ihr euch aber in der Ferne halten. Wirklich? Eine finstere Piratin? Sie hatte gesagt, dass sie nur Zwieback gestohlen hat. Was? Keine Ahnung. 30 Silber sind auf ihren Kopf ausgesetzt. Von wem? Perikum. So. Perikum. 30 Silbertaler. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ist sie vielleicht Opa ausgebrochen? Weiß ich nicht. Sie scheint mir nicht ganz richtig im Kopf zu sein. Ich hab noch nie mit ihr gesprochen. Aber ihr seid ganz sicher, dass es sich um diese Person handelt. Ich hab mal in Wasserburg habe ich mal einen Steckbrief von ihr gesehen. Rote Haare und auffälliges Merkmal, dass sie immer am Fluss rumläuft und mit ihrem Fisch redet. Das ist sie. Ganz sicher, ist eine Hexe. 30 Silbertaler. So. Verstehe. Vielen Dank für den Hinweis, guter Mann. Wir kümmern uns um sie. Keine Angst. Ich gehe wieder zurück. Ja, ich würde das auch tun und möchte dann vorbereiten, sie magisch zu untersuchen. Ja, okay. Möchtest du oder über sie selbst sprechen? Also du kannst sie dann sehen, wenn du dann siehst dann irgendwie ihre roten Haare an der Oberfläche vom Wasser noch rumtreiben und dann darunter den nackten Körper. Wie sie sich da wohl gerade mit Boltax unterhält und irgendwelche Luftbläschen, die da aufsteigen. Ja, dann hält genau. Die Füße fest. Ja, ich würde dann unter Wasser mal weiter sprechen. Große Geister des Flusses, Elementare des Wassers. Ich möchte euch um einen kleinen und demütigen Gefallen bitten, um dieser Dorfbevölkerung hier zu helfen. Die unlängst gesunkene Fähre, die es denen, die nicht schwimmen können, ermöglicht, die gefährlichen Gewässer dennoch zu überqueren. Ich bitte euch, inständig, hebt sie an, auf dass sie den anderen wieder Schutz und Geleit gewähren. Falls es hilft, ich habe Affinität zu Elementaren. Also. Affinität zu Elementaren hilft auf alle Fälle. Du kannst wohl schlierig, ja, es ist, du glaubst, es sind sowas wie Tangfäden, die sich da bilden und dann sowas wie ein Gesicht formen. Ein bisschen grau, du kannst nicht genau erkennen, ob da irgendwie sich eine Person herausbildet oder gestaltet, aber irgendwas ist da wohl. Es sieht aus wie ein Gesicht. Sonst passiert nichts. Okay. Großer Wassergeist in deiner unendlichen Weisheit, dies ist meine bescheidene Bitte an dich. Hilf ihnen, indem du das wieder anhebst und an Gestade führst, dass sie es erneut restaurieren können und einen sicheren Weg finden. Ja. Ja, du siehst, wie der Lachs sich anstarrt. Guck mir den Lachs mal. Er sieht sehr unheimlich aus. Guck mir den Lachs trotzdem mal. Ich bin ja neugierig. Genauer an. Darf ich eine Tierkundeprobe würfeln? Kannst du machen, ja. Okay. Schwäche ich dir um 3, weil es ein Wassertier ist. Ja, das ist gelungen. Ja, ist auch wenn Lachse groß werden, aber so groß werden sie nie. Darf ich mal Sagen und Legenden würfeln hinsichtlich so Tierkönig-mäßig? Ja, das ist eine interessante Idee. Sagen und Legenden, ja, Tierkönig. Vielleicht ist es sogar ein Tierkönig. Dann adressiere ich nochmal
an den Lachs, o holdes Wesen, o großer Lachs, auch an dich richte ich meine untertänigste Bitte, hilf den armen Leuten, wo du kannst. Ich danke dir von Herzen. Ja, der Kopf von der Hexe streckt sich wieder nach oben und sie fängt an zu lachen. Ja, euer Freund spricht kein Neger, das war nur blub, blub, blub. Ihr sollt ihm noch beibringen. Ja, was soll ich denn machen, wenn er nur Blasen rauskommen? Das ist eine jahrelange Übung. Kannst du doch nicht einfach so deinen Kopf unter Wasser strecken und dann faseln. Aber Flinkflosse macht das. Ist gerade dabei, rüber zu schwimmen und dann mal die Kette rauszuziehen. Wir sind ja hier nicht so fiese Paktierer. Wir helfen ja doch schon. Wir sind nette Piraten. Gute Frau, was würdet ihr verlangen, um uns den Fluss hinaufzubringen? In eurem Schiff, Boot, was auch immer das ist. Das reicht aber nicht für euch alle. Also zwei kriegt da rein und vielleicht auch einen dritten, der mitrudert, aber ihr seid ja zu siebt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das reicht nicht. Wie wäre es, zweimal zu fahren? Oh, das kostet natürlich auch zweimal. Wo wollt ihr denn genau hin? Romelis. Ist gerade ganz ungünstig, wird belagert. Beziehungsweise ist schon durch, aber da herrschen jetzt die fiesen Mächte. Ist Romelis gefallen? Romelis ist gefallen, ja. Aber wenn ihr wollt, ich kann euch in die Nähe bringen. Da gibt's eine abgebrannte Mühle. Ihr seid ja auch so eine Götterknechte, ne? Oh wei. Wisst ihr was? Man könnte das so bezeichnen. Ich bringe euch nach Lennarts Mühle. Nach Lennarts Mühle bringe ich euch. Da sitzen die Ronnies. Die Roten und die Schwarzen sitzen da. Ist ja scheinbar mehr akzeptabel. Ja, oh, Mensch. Hoffentlich mal Sikor und nicht Barbara. Was faselst du da? Nichts, verzeiht, ich sprach mit mir selbst. Radiana meinst du? Nee, das sind eure Gotterdiener hier. Die Roten mit dem Löwen und die Schwarzen mit dem Raben. Ah, ja, natürlich. Verzeiht, die sitzen da. Und das erscheint mir ein angemessener Handel. Ja, Mensch. Den Darpart hoch. Ich glaube, da brauche ich einen Tag für. Da spart ihr eine ganze Menge. Das sind eigentlich 170 Meilen bis dahin, aber gemeinsam, wenn hier meine gute Flinkflosse uns nochmal zieht. Boah. Was könnt ihr mir denn geben? Was wollt ihr denn haben? Ich weiß nicht, was wollt ihr mir denn geben? Das nicht so aussieht, als wäre es 3 Monate alt. Was könnt ihr mit Gold anfangen? Noch nicht so viel. Das dachte ich mir. Muss schon was Cooles sein. Vielleicht ein Haar von euch beiden. Und von dem Zwerg. Nein, danke. Nach die Augen zusammen. Oder ein bisschen Blut. Erst recht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Mögt ihr Geschichten? Abenteuergeschichten? Abenteuergeschichten sind auch gut. Ja, man braucht immer so einen kleinen Seemannsgarn. Gerade Piraten. Ja, wie gut, dass wir hier unseren Freund Jarlan haben. Der hat nämlich viel Zeit auf der See zugebracht. Und hier unser guter Freund Kiaras. Der hat auch nochmal Zeit auf der See zugebracht. Okay, dann... Die werden doch bestimmt Abenteuergeschichten haben, die für einen guten Seemannsgarn zu haben sind. Ja, also, wenn ihr wollt, ich kann euch hochbringen. Dauert, wie gesagt, einen Tag. Dann müssen die anderen hier kurz warten und dann bildet ihr halt Teams mit 3 Mann und Frauen. Das klingt vernünftig. Aber dann will ich auch eine richtig gute Geschichte hören. Und wie kommt mir mit irgendwelchen Seeschlangen, auf denen ihr geritten seid? Die Geschichten kenne ich alle. Nein, wir haben keine Seeschlangen. Wir haben nur eine erlegt. Oh, Bojax, ich habe euch vergessen. Verzeiht. Ja, du, dein Neger ist aber ausbesserungswürdig, du. Ja, war das erste Mal. Fremdsprache und so, ne? Und wie habe ich mich geschlagen? Ich weiß, ich muss noch auf meinem Akzent üben, aber so an und für sich. Wenn wir Bären sehen auf dem Weg, ihr müsst die Bären unbedingt töten, die sind nicht gut für meine Flinkflosse. Das ist eine Bedingung.
Bären. Warum Eisbären? Ich hab einen Eisbären. Und ich meine, jeder weiß doch, dass Eisbären keine Fische fressen. Schließlich gibt es keine Ohren. Lachse im hohen Norden, nicht wahr? Mal überzeugen. Das kann ich. Das ist eine Lüge. Es ist keine Lüge, es ist Unwissenheit. Du paktierst jetzt mit einem Piraten, mit einer Hexe und du lügst. Also erstmal, niemand hat bewiesen, dass sie Hexe ist. Zweitens mal, meine Teekunde ist unter aller Sau. Drittens mal, es ist keine Lüge, sonst würde ich es nicht machen. Warte, fressen Eisbärenfische? Ja, natürlich. Warte, ich würfel eine Teekunde vorne. Nein, fressen nur die Löwen. Scheiße. Reicht das? Du weißt, dass sie Fische essen. Ja, dann überlegt euch was. Rafim ist ja sowieso Pen. Ja, dann ziehe ich die Überzeugung zurück und habe das nicht gesagt. Sorry. Ja, keine Sorge, der frisst nur Ohren. Na, da würde ich mich nicht drauf verlassen, aber zur Not kann ich ihn unter Kontrolle halten. Genau, außerdem ist unser Begleiter stark genug, um den Bären in seinen Armen zu halten. Oh, er ist nur so klein. Zeig ihm mal so die Größe von dem Bären. Ja. Ich hasse Bären. Wir nicht. Das ist ein guter Angler. Könnt ihr angeln? Sie starrt euch hasserfüllt an. Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Noch nie getan. Ich kann ja nicht mal schwimmen. Gut. Okay, dann könnt ihr erst schon mal in das Boot reinspringen und dann bringe ich euch darüber. Ich bleibe hier mit Rafim und warte, bis er wieder wach wird. Gut. Klingt fair. Ja, dann könnt ihr ja auf der nächsten Fahrt einige Geschichten zum Besten geben, nicht wahr? Ja, gerne. Und dann, Isarun, Voltags? Ja, nun gut. Dann wollen wir einmal. Bis demnächst. Wir sind dort hinten in der Scheune. Ja, viel Spaß. Und, ja, der Büttel hält sich gerade die Hand an den Mund. Oh mein Gott, hat sie euch verhext? So, was tut ihr denn da? Gute Frau, ich habe ja offensichtlich mitbekommen, dass wir euch mit Geschichten bezahlen. Dann will ich einmal anfangen. Lasst mich euch vom großen und schrecklichen Maraskan erzählen. Ich hätte jetzt eigentlich mit der großen Grollmann-Verschwörung angefangen, aber gut, fangt ruhig das mit... Das geht auch. Voltags, erzähl ihr von den Armbrüsten, wie die entstanden sind. Ja, das kann ich natürlich auch erzählen, wie die Armbrüste von den Zwergen erfunden wurden. Aber das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte und egal. Also, fangen wir an. Ich hau ganz schnell ab. Dann bekomme ich bitte 3 Sagen- und Legendenproben von euch. Ja. Könnte ich auch von der maraskanischen Fauna erzählen und stattdessen auf Tierkunde würfeln? Du kannst mit Geschichtswissen ablenken, also plus 5. Kann ich mit Kriegsgeschichten ablenken? Nein. Da ich von meinen kruden Verschwörungstheorien erzählen will, also Grollenverschwörung und so, wie ich ja selbst glaube, kriege ich eine Erleichterung da drauf? Nein. Okay. Oh, ich habe kein Schiff mehr. Aber Voltag ist gut. Ja, und dann sind die Grollme nämlich eingefallen. Also... Und sie haben sich verschworen zusammen. Und dann haben die Grolme so etwas gebaut, das konnte fliegen. Und es hat Streifen hinter sich hergezogen. Und ich sage euch, diese Streifen, die kontrollieren die Gedanken. Also nicht nur irgendwie, nein, mit Grolmenmagie. Ich sage es euch, das ist gefährlich. Das ist diese bösen Grolme. Rafim, du kannst am 14. Raya wieder erwachen, hast dann auch wohl genächtigt, nachdem du dann einen ganzen Tag, dann Kiaras bewacht hast. Neben dir liegt er wohl auch. Und wer ist mit dabei? Abimir, den wollte keiner. Abimir und Isarun, ne? Ne, Isarun ist auch mit. Isarun ist bei mir. Sonst hat jetzt aktuell... Und wie kommt unsere geschätzte Dame da? Ja, was geweiht, die wird dann auch bei. Ich würde gerade mal ein E. Ich meine, vielleicht fliegt die ja. Also, dann, bevor ich mich zu Rafim schlafen lege, werde ich auf jeden Fall versuchen, für uns beide Alkohol zu besorgen. Aviana ist auf der ersten Reise mit dabei. Die ist also auch schon weg.